Hä? Für wen soll das denn sein? Es gibt doch nicht mal... Es gibt doch nicht mal spielbare weibliche Charaktere im Spiel. Weil sonst würde ja stehen neue Badehose oder so. Aber selbst wenn, das ist trotzdem weird. Neuer Badeanzug. Vor allem, wo finde ich den denn? Ist das ein Skillchip? Ich kauf. Nee. Hier. Wirkung erotischer K. Ach so. Ah, ja, das ergibt Sinn. Einfach ein neuer Skin für das sexy Jutsu. Ja. Aber. Dass da dieses eine Scheißteil frei ist, nur. Das ist schon sehr störend. Was habe ich denn überhaupt für ein Ninjutsu-Skill? Weil ich schwöre, Ninjutsu ist eigentlich voll weak. Okay, Verteidigung. Was ist das große? Ninjutsu-Angriff. Ich schwöre, das kann ich mir sparen. Das kann ich mir sowas von sparen. Und stattdessen irgendwas anderes dahin machen. Mal gucken, ob ich das so hinbekomme, dass wir dann doch noch Platz haben. Nee, das geht nicht. Das muss aber so gehen, leider. Ninjutsu Schild. Gibt's irgendwie was um. Das brauche ich nicht. Das kann ich nicht mitnehmen. Ja, aber ich benutze sowieso Sexy Jutsu nie. Das ist so voll unnötig. Aber Schaden durch Waffenangriff minus 10%. Ja, dann habe ich wieder so ein Kackfell frei. Ist ja voll unnötig. Dich kriege ich aber auch nicht rein. Geringeres Risiko. Okay, das brauche ich nicht. Lass auf mit Chakra-Kugeln fallen, aber das geht, ne? Nee, das ist zu groß, auch das noch. Ach so. Ach komm, das ist doch scheiß. Und jetzt brauche ich nur so eins. Vielleicht habe ich ja noch ein praktisches. Meister Kondition plus 20 könnte ich mitnehmen. Ich brauche jetzt nur noch einen Diamanten, sag ich mal. Das alle benutzen, alle Chips. Na, ja, machen wir das doch einfach. Und ja, jetzt habe ich ein volles Skillfeld. Es geht also doch. Weil, wie gesagt, scheiß auf Ninjutsu-Angriff. Ich schwöre, das bringt eh nichts. Ich mache mit Ninjutsu so wenig Schaden. Vielleicht, weil ich es so wenig geboostet habe, aber, ne? So. Next Mission. War ja eine D-Rang-Mission, ja. Der Stuntman. Ein TV-Sender, der gerade einen Actionfilm dreht, hat uns gebeten, zwei Ninja als Stuntman zu schicken. Trifft den anderen Ninja beim Studio und macht beim Film mit. Okay.
this is a studio? And so began Naruto Uzumaki's amazing adventure! Just kidding! Neji! You're late, Naruto. Neji? What are you doing here? Both our names were on the request, right? That's why I'm here. I'd forgotten that. More importantly, did you find the director? So far, I haven't seen anyone else. I see. So, he must have gone to scout out our filming location. Dragon's Pool. Yeah, probably. Hey, why are you looking so glum? Is something wrong? The director hasn't returned since he went out to that underground lake. I see. Maybe he got lost. Use your head. On the path of life. Something's happened to him. Please, you must find the director. That wasn't our original mission, but we'll check it out. Thank you. Drachenpool. Hauptsache der Emulator bleibt nicht schon wieder stehen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich wüsste auch gerne, woran das liegt, weil wenn du das halt googelst, dann kommt nichts in der Art. Okay, ich hör mal wieder auf, die Items zu verwasten. Die brauche ich einfach noch. Oh. Das Ding ist, wenn ich mit Ninjutsu eh keinen Schaden mache, ich hatte ja vorher Ninjutsu plus 10%, dann machen diese 10% eigentlich nichts aus. Also macht's eh keinen Unterschied. Okay, Drachenpool. Schauen wir mal rein. Director's assistant said this is the entrance to the Dragon's Pool. Whoa! We go inside the tree? Is there really a lake under the ground? They say it used to be real popular with the followers of the Dragon God. No kidding! Dragon God, huh? Look. Entrance leads down underground. Er hat mich irgendwie an Ninja Gaiden 1. So we think the director guy is down there, right? That's the general idea. Well then, what are we waiting for? Right. Let's go, Naruto. Right. Right. Hat sein Byakugan aktiv. What's the matter? How come you stopped? There's someone else here. Come out. There's no point in hiding. Sieht ein bisschen aus wie Dosu. Er ist auf jeden Fall nicht alleine hier. Aber es sind tatsächlich Sound Ninja. Ah!
Das war easy. Who were those guys just now? Who knows? But it's obvious we are not exactly welcome here. If the director came this way too. Yeah, I think we can assume he's been captured by them. We gotta do something. Come on. Ich dachte, die laufen jetzt die Leiter hoch. Nö. Die gehen erst ineinander und dann beide zur Seite. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich da drüber komme. Ich dachte, jetzt trollt mich das Spiel wieder, indem ich runterfalle. Oh nein. Na gut. Puh, ich dachte schon, die Cutscene lädt nicht. That'd be hard for even us to climb. Sogar für uns. Do you think the director went down here? It'd be one thing if he descended on his own, but if he fell. Don't even talk about falling. Let's get after him. Aber zackig. Okay, sicher ist sicher. Ich speichere noch mal. D-Rang-Mission, das heißt auf gut Deutsch, hier sollte es eigentlich keinen Bossgegner geben. Also keinen Bossgegner, der über einem Normalo hinausgeht. Hier, das kann man lesen, oder? Kann man das lesen? Nö, das kann man aber kaputt machen. Aber auch bei der B-Rang-Mission, ja, das ist schon schwer, die alle aufzuhalten, so. Aber da gab es auch keinen Boss. Okay, interesting. Interesting. Hier kann man doch bestimmt rein. Ich weiß ja manchmal nicht, ne? Das ist schon sehr labyrinthenmäßig hier. Hier komme ich her. Also hier bin ich komplett falsch. Ich wusste, dass man das einfach failen kann. Ja, es wäre schon einfacher, wenn ich hier diesen Skillchip hätte, mit dem in der Luft nochmal teleportieren mäßigen. Es ist eine Scheiße, ist das. Jetzt brauche ich nämlich Folgendes. Du entfernen Spezialchips Luftsprung. Ah, jetzt geht das nämlich. Damit ist es ja ultra easy.